Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge hier bei Olaf 19. Der Karte in Thüringen, Version 3.0. Wir bestellen jetzt die. Wir fliegen erstmal das erste Mal das Zelt Nummer 38. Und sobald das einigermaßen läuft, also zu sehen ist, dass es gut anläuft, werde ich sofort mit der nächsten Planung beginnen, für Zelt Nummer 60, die halt anliegen, ne? Wieso aufgetankt werden? Das geht nicht, Junge. Du bist der Rechte. Wieso hat er jetzt nicht gewartet? Aktiviert. Naja, wird nicht reichen, der Tank, aber gut. Wir lassen mal ein bisschen Vorsprung. Ja, muss ich kurz wieder rechnen. Textur ist anders, irgendwie ist anders. Muss ich mal nachlesen. Jetzt ist hier auch die Anzeige hier mit 2 Meter. Aber fahr mal zurück, ne? Das Gefühl, dass es nicht klappt. Normalerweise schon, aber das ist recht kurz, das erste Stück wird gefahren. Muss er wieder berechnen, der Bruder. Naja, gut, das wird noch nicht, wirklich viel sein, aber gut. Wird reichen müssen, sagen wir so, ne? Erstmal, ne? Vielleicht haben wir auch Pech, dass wir nochmal tanken müssen, aber dann müssen wir halt ein mobiles Fahrzeug besorgen. Oder wir haben einen Tankwagen da, ein großes, also so sieht ja auch nicht. Schauen wir mal, wie er es hinkriegt hier. Lohnzahl 0, dann mal gucken gleich mal nach. Denn hier. Das habe ich mir gesucht im letzten Mal. Es war Kursplay, nicht bei Outlife. Ja, gut. So, was wollte ich machen? 100%. Also Lohnzahl möchte ich schon, ne? Also das ist ja im Grunde ganz wichtig, ne? So, gut. Dann mal nächsten Fahrzeuge. Dann kaufen wir. Die machen nur 8 km/h, das ist nicht gut. Dann kaufen wir uns halt der 6,2 und der hat 4,9. Dann kaufen wir von denen. Die brauchen nur 63 PS. Davon kaufen wir 2. Zurück. Jetzt hat er wieder mit Dings hier Attacking verbockt. So. Die sind zu schwach. Die haben nur 280 PS. Das war nix. Müssen wir gucken. Im Grunde können wir die Traktoren tauschen, ne?
Oder ich kaufe zwei mit 400 PS. Brauchst du so Traktoren, nutzt auch nichts. Ja, schaut so aus, ne? Also rund 400 PS wäre so ein Minimum, ne? Die machen mir so Probleme, die Burschen. Was hat der so PS? 325. Aber Glas haben wir nicht viele, ne? GPS, Trelleburg. 445 PS, das ist doch schon was, ne? Für die beiden Flügel ist ausreichend. Kaufen. Zurück. Da werde ich mir noch ein Gewicht kaufen für Glas, wenn ich das habe. Wenn das was gibt. Könnte sein, dass es was nicht gibt. Oder kaufen wir neutral. Wir haben Glas Gewichte da. 600 Kilogramm, 900 Kilogramm. Die wollen ja flügen. Fürs Flügen wäre ein schweres Gewicht ganz gut, ne? So, was ist der hier? Das wäre doch was, ne? Aber was Neues. So, wo die Gewichte wären drüben, ne? Ja. Oder neben? Da sind sie nicht. Da, einer ist da. So, gut, das passt. Wir müssen Wald rückwärts fahren, da geht auch nicht. Dann müssen wir die Flüge ein bisschen wegfahren. Dann können wir auch an die Gewichte ran. So. Können mit einem Flug arbeiten pro Feld, das geht ja auch, ne? Das soll 1500 Kilogramm sein. Naja, wer es glaubt. Passt eh. Hier ist kein Kurs gespeichert, ne? Dann können wir gleich mal einen Kurs beginnen. Aber wir fangen aber die Vorder nicht an. Die kommen sowieso nicht um die Ecke rum. Sondern ab hier. Das ist so ganz blöd. Hier werden wir einen blauen Kurs nehmen. Test mal mit dem blauen Kurs. Alt 0 und wir machen hier mal einen blauen Kurs. Hat ja keinen Zweck, hier kommen diese so nicht vorbei. Hier auch im blauen Kurs. Straße im Umwechsel auf grün. Das ist ja alles nichts, ne? Ich war ein bisschen zu blöd gefahren, aber mal sehen. So. Aufgetankt werden. Ja. Das ist schlecht. Wir haben Probleme mit Treiber. Na gut, beim Kurs bei Outdrive wird eh besser, wenn wir von außen fahren.
Anders geht es ja nur nicht, ne? Ich will ja nicht extra beenden, deswegen. So, der hat einen schönen vollen Tank, wie es sein soll. Ruhig. Dann haben wir hier technisch gesehen kein Problem. Aber wir fahren ja trotzdem hier in die andere Straße rein. Wir werden deswegen nicht Einbahnstraße machen hier. Wir müssen halt rechts fahren, ne? Notfalls die Bäume killen, ne? Ich glaube, der Flug ist ein bisschen ungünstig. Da muss man eigentlich mal gucken, mal bei den Flugsäcken aufklappen, Fälle erstellen. Ja, das ist so. Dann ist das so, ne? Vielleicht irre ich mich da auch, wahrscheinlich. Dass ich da vielleicht irgendwann mal Gelegenheit da sehe, aha. Wäre doch anders besser gewesen, ne? Ist anders gegangen. Und noch haben wir keinen Gegenverkehr, ne? Von daher. Denn so kannst du normalerweise nicht fahren. Hier mal ganz kurz den Kurs beenden und ich wieder anfangen. So, Flug aufklappen, Flug senken, B geht nicht, X. Flug zuklappen. Oh, geht nicht anders. Anscheinend ist das so. Kann zwar so nicht glauben, dass wir so eine Straße fahren können auf Dauer, aber in dem Fall die anderen beiden spinnen. Das haben wir so gedacht. Wenn es überhaupt nicht geht, dann muss ich auch einzeln fahren lassen und dann nachher umdisponieren an Traktoren, dann nochmal starten die Sache. Wir fahren am Richtung 65 und dann muss ich so die Traktoren tauschen. Dann kann er nach Holland fahren, ein Feld und die andere halt auf 38 oder 37 und kann auch dann fahren. Dann flügen halt vier Traktoren auf vier Felder, das passt schon so. Das geht auch schon mal. Ja, nicht anders, ne? Oh, jetzt ist es gefährlich. Sehr gefährlich. Der Flug, das haut irgendwann nicht hin. Dann will er es ja nicht. Ich wollte unbedingt noch hier den hier mitnehmen, den Kurs, ne? Dann muss ich halt rechts ohne fahren, das ist ja auch nichts. Das bringt ja so nichts, wenn wir da dauernd gegenfahren. Wir müssen rechts fahren. Start mal Feld 60 mit Flügen, dann geht schon. Ja. Dann schauen wir ja unter Feld 38 die anderen beiden an. Und dann werde ich da mal ein bisschen. Oh, hier steht auch was. Deswegen konnte man ja sagen, wir müssen eine neue Karte anfangen. Aber das habe ich schon vorher geahnt. Ach, hier ist das Sägewerk. Ach, okay. Nur Sägewerk oder auch die andere Position dabei? Gucken wir gleich. Hier ist das Sägewerk auf jeden Fall. Da ist Bretter. Stimmt. Balken. Hier ist die Wickelmaschine. Hier kommen die Balken rein, die Baumstämme. Hier wäre also das Lager für Holz. Als Zwischenlager, also die Baumstämme. Und hier ist das Sägewerk. Palettenwerk.
war das hier? Verkaufspunkt. Wahrscheinlich. Ah, Lohnzahlung geht. Hier auch. Irgendwann ist das schon, ne? Schön. Deswegen habe ich auch das Sägewerk deaktiviert, also von daher in der Modliste, ne? So, ein Traktor genügt. So. So. Kursgenerierung. Feld 60. Ein Fahrzeug. Vorgewende. Hm. 10. Beginn auf Feld rein. Weich. Lassen wir mal 7%. Oder? Wir machen auf 10. Und machen Vorgewende auf 15. Das ist ganz schön eng da oben. Kleiner Wendekreis. Kurz rechnen. Ja, so schon besser. Dann haben sie mehr Platz. Gut. Tschüss. Aua. Dann kommen wir gleich hier. Saftfabrik, ja, Saft. Einsteigen. Der Tank ist voll. Das wird mit allen beiden hier nichts. Das ist hier. Löschen wir gleich. Und dann können wir gleich den anderen Traktor nehmen. Entlassen. Löschen. Dann fahren wir den hier am Feldrand. Und dann nehmen wir den gleich den blauen. Dann muss ich mir gleich Dings hinstellen, eine Werkstatt-Menü für Umrüsten und Reparieren. Dann kann der Blaue da entsprechend arbeiten, ne? Der Blaue nach Holland. Der ist dafür ausgelegt. Das ist besser als der, als dieser jetzt hier, ne? So. Schnallen wir ab. Abkoppeln und dann geht los. Dann stellen wir hier mal erstmal rechts ran hier. Und dann geht es gleich rüber zum Holland. Festgelaufen. Aber nicht mit drei Achsen, das ist eine Kurven ungünstig. Habe ich extra so gemacht hier. So. Fahren wir zum Hof, da werden wir so ein Ding hinstellen, so einen Platz zum Reparieren. Der sieht ganz gut aus. Leistung kann man reparieren. Geht auch. Immer schon so ein Ding hinstellen. So, Zuschauer, das soll auch für heute schon gewesen sein. Ich sag mal, schönen Dank fürs Reinschauen. Sagt mal tschüss und ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Hier in Thüringen. In der Version 3.0. Tschüss.